Wohin führt Digitalisierung? Also ich glaube, das könnte in die Richtung gehen, dass wir in der Früh dann quasi vom Wecker geweckt werden, der sich natürlich dann schon mit unserem Terminkalender abgestimmt hat, je nachdem, wie die Termine sind. Dann stehen wir auf, gehen mal auf die Toilette und unsere Ausscheidungen werden sofort also einem Labortest unterzogen. Das passiert aber gleich in der Toilette. Dann kriegt man gleich seinen Ernährungsplan für den heutigen Tag ausgedruckt. Den nimmt man dann gleich einmal mit, geht zum Kleiderschrank. Da ist aber schon das richtige Outfit, weil auch mit dem Terminplan koordiniert. Habe ich einen Business-Termin oder eher was Flippiges? Ist heute schönes Wetter oder ist es kalt? Das ist dann auch schon mit dem Thermometer alles abgestimmt. Also ich glaube, dass wir in diese Richtung, dass es gehen könnte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Wo wird das hinführen? Ich hoffe nicht, dass ein Knopf drückt und Essen fertig in so eine Tablettenform rauskommt. Also da bin ich voll dagegen. Ich glaube, das wird dazu führen, dass man alle möglichen Speichermedien verwenden werden und dann da nicht mehr wissen, wo die alle hin, wo man das dann alles aufheben kann. So wie wir mit den Büchern jetzt in den Bibliotheken das Problem haben, dass die aus den Nähten platzen, so werden halt die Speichermedien sich vermehren und wir werden auch nicht mehr wissen, wohin damit. Hm? Die Digitalisierung ist eine Entwicklung, bei der man schwer absehen kann, wo sie uns wirklich letzten Endes hinführt. Ich glaube, niemand als normaler Konsument kann vorhersehen, wo das eigentlich wirklich hinführt. Ich war 1979 zum Beispiel in Osaka im Designlabor von Matsushita und habe 1979 schon Dinge dort gesehen, die dann erst in den 90er Jahren auf den Markt gekommen sind. Also zum Beispiel Flachbildfernseher, die oder eigentlich erst nach der Jahrtausendwende haben wir die so richtig zum Durchbruch gebracht. Die waren damals schon dort, das waren vollautomatische Häuser, hatten die dort eingerichtet. So weit sind wir heute noch gar nicht. Also was da alles in den Schubladen steckt bei den verschiedenen Entwicklern, das ist für einen Normalverbraucher überhaupt nicht überschaubar. Das ist zum Beispiel Google Glasses. Das ist ja eigentlich komplett unnötig. Mhm. Aber es ist irgendwie cool, wenn man da vor sich so den Bildschirm hat, ohne einen Bildschirm vor sich zu haben. Und genau das ist es halt auch irgendwie, denke ich. Es ist unnötig, aber cool. Vielleicht können wir das, was wir alles ins Digitale transportieren, sozusagen auch dort lassen, dafür unsere reale Welt vielleicht auch weniger mit dem zu vermischen. Ja? Also ich stelle mir vor, vielleicht können wir die Werbung verbannen aus unserer Welt. Werbeschilder oder die ganzen Plakate etc. sozusagen. Was brauche ich das noch in meiner echten Welt? Ja? Ich habe das in meiner digitalen Welt. Ja? Vielleicht kann man die echte Welt mehr aufräumen, mehr die echte Welt auf die, es klingt jetzt auch pathetisch, wahren Werte reduzieren sozusagen. Vielleicht können wir in unserer echten Welt viel mehr Zeit füreinander gewinnen, weil wir sozusagen andere Kontakte ja schon längst in der digitalen Welt erledigt haben. Ganz allgemein gesprochen, glaube ich, die Digitalisierung ist eine Herausforderung, aber eine positive Herausforderung. Also ich würde nicht den Untergang des Abendlandes dadurch prophezeien wollen. Allerdings glaube ich, dass wir schon Strategien entwickeln müssen, auf persönlicher Ebene mit dieser Flut an Daten sinnvoll umgehen zu können. Und uns auch bewusst zu sein, dass umso unendlicher das Netz erscheint, wir trotzdem endliche Wesen sind. Wir können nur uns eine bestimmte Zeit lang konzentrieren. Wir können nur eine Zeit lang am Tag wach sein und wir leben nicht ewig. Das sind die Herausforderungen der Endlichkeit angesichts der unendlichen Datenflut. Der Zugang zu Wissen, zu überhaupt Daten, zu, also gerade wenn ich jetzt auch an die Online-Sammlung denke vom Mac, das ist natürlich das ist auch schon allein eine Veränderung, wenn ich auf so ein Wissen zugreifen kann, plötzlich als Einzelperson. Und das ist auch was, womit man irgendwie umgehen können muss, so, weil es einfach, weil einem wahnsinnig viel mehr zur Verfügung steht dadurch.
man zum Beispiel einen Brief bekommen, per Post. Es war früher so, ich kann mal, wie ich in Afrika war und so, wenn ich einen Brief bekam von meinem Vater, es war, egal ob irgendwas drinnen stand, was mich glücklich macht, aber allein den Post abzuholen, den Brief abzuholen von der Post, das hat mich sehr glücklich gemacht. Aber wenn mittlerweile ein Mail zu bekommen ist, ist nicht. Also die Digitalisierung sehe ich ein bisschen zwiespältig bzw. negativ. Also meiner Meinung nach versinkt man da in eine surreale Welt, die eigentlich nicht mit der vergleichbar ist, wo man wirklich lebt. Leute nehmen andere Identitäten an, verstecken sich in einem Synonym. Und man merkt es halt, wenn man mit einer Runde Freunden zusammen ist, dass jeder schon sein Smartphone in der Hand hat und sich weniger unterhält. Es ist leider so und meiner Meinung nach ist das der Trend, der immer weiter fortschreitet und der sich immer weiter ausbreitet und eigentlich kaum zu stoppen ist. Ich glaube, wo Digitalisierung hinführt, ist ein völlig neues Sozialsystem, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und ich meine, ich sehe das schon bei meinen eigenen Kindern, die stundenlang über WhatsApp mit den anderen kommunizieren. Also ich glaube, diese Formen, mit denen ich aufgewachsen bin, diese sozialen Formen, werden großteils verschwinden. Also ich habe da kein Judgment, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich glaube, das ist halt die Zeit. Was ich nicht so cool finde, ist, dass man halt, jetzt in meinem Fall, wenn ich halt irgendwie jetzt eine riesen Wand mal, dass jeder halt ein Handy hat und das sofort auf Instagram landet, obwohl es noch nicht fertig ist. Weil ich würde halt ganz gern, manchmal denke ich mir so, es wäre total cool, wenn ich das jetzt mal für mich habe, bis es fertig ist. Weil es greift schon so voraus, dass die Leute sehen schon den Schritt. Die Schritte halt, wie es halt gerade gemalt wird im Internet und es geht halt total crazy schon. Und eigentlich wäre es cool, ihnen das Endprodukt einfach hinzuwichsen und sagen, schaut, das ist es. Und dann, ja, dass man es dann erst irgendwie aufnimmt.